1927 wurde in Brüssel auf der 5. Solvay-Konferenz ein neuer Ansatz zur Beziehung von Geist und Materie vorgestellt, der sich zum Ziel setzte, bislang unerklärte Phänomene der Quantenmechanik neu aufzudecken. Mit Einstein, Pauli, Dirac, Bohr, Heisenberg, Curie, de Broglie, Schrödinger und vielen anderen waren die besten Physiker der Welt anwesend. Alles drehte sich um die Frage des Bewusstseins in der Welt der Atome. Heisenberg und Bohr sprachen Einstein auf eine neue Theorie an, die besagte, dass die Gedanken der Forscher das Ergebnis der Experimente beeinflussten. Einstein konnte das zunächst nicht akzeptieren. Schließlich widersprach es allen gängigen mathematischen Modellen. Aber Jahre später gab er zu, dass sie recht hatten. Er erklärte: Jeder, der sich ernsthaft mit der Wissenschaft beschäftigt, gelangt zu der Überzeugung, dass sich in den Gesetzen des Universums ein Geist manifestiert. Ein Geist, der dem des Menschen weit überlegen ist und angesichts dessen wir uns mit unseren beschränkten Kräften demütig fühlen müssen. Geist ist Bewusstsein. Wenn Einstein seine Meinung so grundlegend geändert hat, muss ihn etwas wirklich überzeugt haben, dass das in der Tat der Fall ist. Haben einflussreiche Menschen die Wahrheit dessen, was auf dieser Konferenz entdeckt wurde, verschleiert, weil sie wussten, dass man uns nicht mehr kontrollieren kann, wenn wir von der verborgenen Kraft unserer Gedanken und unseres kollektiven Bewusstseins erfahren? Alle Materie entspringt und existiert nur durch eine Kraft. Wir müssen annehmen, dass hinter dieser Kraft ein bewusster, intelligenter Geist steht. Dieser Geist ist die Matrix aller Materie. Das sagte der Vater der Quantenphysik, Max Planck. Das Geheimnis, dass Bewusstsein Einfluss auf die Materie hat, war bereits 18 Jahre vor der ersten Atombombe bekannt, die am 22. Juli 1945 in New Mexico explodierte. Schon 1957 schrieb Professor Hans Eysenck, damals Vorsitzender des Psychologie-Lehrstuhls an der Universität London, einen Brief, der nahelegte, dass eine gigantische Verschwörung unter Beteiligung von 30 namhaften Universitäten der ganzen Welt und hunderten hochrespektierten Wissenschaftlern im Gang war, um die Wahrheit über das, was wir wirklich über die Macht des menschlichen Bewusstseins wissen, zu unterdrücken. Das Gehirn funktioniert nicht, wie wir es in der Schule gelernt haben. Lernen passiert nicht dort, das Gedächtnis ist nicht hier, die Sprache nicht da. Gene kontrollieren den Körper nicht. Es muss etwas anderes geben, das unser Verhalten, unsere Interaktion, ja den Heilungsprozess erklärt. Materie ist komprimierte Energie, Informationen sind Energiemuster. Es gibt einen Informationsfluss im Körper durch das Nervensystem. Denn es ist so, es wird ja oft gesagt, ja, man muss dran glauben, damit es wirkt. Und da hat man recht. Und man überlegt sich gar nicht, dass wir das täglich auch tun. Wenn wir zum Beispiel RTL im Fernsehen empfangen wollen, dann drücken wir auf die Taste RTL. Das heißt, wir stellen uns auf das ein, auf diese Frequenz, wo RTL kommt. RTL ist immer da. Aber wenn wir uns nicht auf diese Sache konzentrieren, dann empfangen wir es nicht. Also wenn ich RTL sehen will, muss ich mich darauf konzentrieren, darauf einlassen. Ja, und genauso ist das hier. Wenn ich also mit meinem Geist mich auf etwas konzentriere, dann folgt die Energie dieser Aufmerksamkeit. Das Herz generiert zunächst das stärkste rhythmische elektromagnetische Signal im Körper. Wenn man sich dieses Magnetfeld als Trägerwelle vorstellt, dann wird es mit Informationen ausgestattet. Wir beeinflussen möglicherweise unabsichtlich alle möglichen Ereignisse, angefangen beim Wetter, über das Wachstum, bis dahin, wie sich Menschen verhalten. Wenn eine halbe Milliarde Menschen eine andere Gruppe von Menschen hasst, dann summiert sich diese Botschaft, diese Energie. Wenn man die Forschung in unserem und anderen Labors verfolgt, dann kommt man zu dem Schluss, dass es derartige synergistische Effekte geben muss. Dass wir alle miteinander über unser Bewusstsein und unsere Energie verbunden sind. Dessen müssen wir uns bewusst werden und die Fähigkeit erlangen, unser Bewusstsein gezielt zu verändern, damit wir Verantwortung für die Auswirkungen, die wir auf unsere Umgebung haben, übernehmen können. Wenn wir
über Rückführungen sprechen, sprechen wir eigentlich zunächst einmal über ein Glaubenskonstrukt. Und diesem Glaubenskonstrukt gehören weltweit knapp 1,3 Milliarden Menschen an. Das heißt nicht, dass sie an eine Rückführung glauben, aber diese 1,3 Milliarden Menschen, die liefern uns die Basis für eine Rückführung. Denn wenn wir danach gehen, was uns in die Wiege gelegt wird, dann heißt das ja, du wirst geboren, du lebst, du stirbst. Und irgendwann steht dann da jemand, der sagt zu dir, du warst ein sogenannter guter Mensch, also kommst du in das, was wir Himmel nennen. Oder du warst ein sogenannter schlechter Mensch. Und man landet dann dort, was im allgemeinen Volksmund dann auch als Hölle bezeichnet wird. Diese Weltanschauung, dieses Konstrukt eignet sich natürlich nicht für eine Rückführung, weil da steht ja nirgendwo drin beschrieben, jedenfalls nicht offensichtlich, dass wir da irgendwann wieder hier hinkommen würden. Diese 1,3 Milliarden Menschen, das sind allerdings alle Buddhisten und alle Hinduisten. Und die haben in ihrem Glaubenskonstrukt fest den Gedanken der Reinkarnation verankert, also dass sie immer wieder hier hinkommen, immer wieder neu inkarnieren. Nun müssen wir uns ja am Ende fragen, wenn das dann so ist, wenn ich also immer wieder hier hinkomme, warum soll ich denn wieder hier hinkommen? Wenn wir jetzt den Sommer gesehen haben, haben den Winter gesehen, wir haben viel erlebt, wir lernen immer neue Menschen kennen, wir fahren in Urlaub, wir gehen unserer Arbeit nach. Also warum soll ich dann immer wieder hier hinkommen? Wo wäre die Sinnhaftigkeit in das, immer wieder hier hinzukommen? Wenn man mir jetzt sagen würde, zieh jetzt mal einen Schlussstrich unter alledem, was du da so selber erlebt hast, in deinen eigenen Rückführungen und in den vielen, vielen, vielen Hunderten, die du da begleiten durftest, in die jeweiligen Leben hinein. Wo wäre da die Sinnhaftigkeit zu finden? Oder was würde ganz am Ende dort als Sinnhaftigkeit stehen? Dann müsste ich das in drei Plätze aufteilen. Der dritte Platz wäre der, dass ich sagen müsste, wir kommen immer wieder hier hin, um Dinge zu vollenden. In unseren Lernprozessen, die wir in einer Vorinkarnation nicht vollenden konnten. Vielleicht weil uns die Zeit ausgegangen ist, vielleicht weil wir zu alt geworden sind, vielleicht weil wir auch gar nicht die Umstände angetroffen haben, die dazu geführt hätten, eine entsprechende Erfahrung zu machen. Also im Grunde in erster Instanz ein vollkommen offenes, freies System, in dem jeder seine Erfahrungen macht, die er gerne machen möchte. Wenn ich den zweiten Platz nehmen würde, dann müsste ich sagen, da gehören natürlich auch zu diesen Erfahrungen, die wir hier machen möchten, Erfahrungen hinzu, nämlich was ich bei einer anderen Seele in einer Vorinkarnation selber initiiert habe. Also war ich beispielsweise jemand, der anderen immer eins auf die Nase gehauen hat, dann habe ich das vielleicht in meiner Anfänglichkeit 5, 6, 7 Leben getan. Und irgendwann werde ich mich auf der seelischen Ebene hinterfragen. Ich werde irgendwann sagen, tja, wenn du dem da immer runtergehauen hast, das hat dir ja wehgetan. Das dürfte dem dann ja wahrscheinlich auch wehgetan haben. Dann lass das vielleicht beim nächsten Mal einfach besser sein. Das ist aber nur der kleinste Schritt. Ich werde mich irgendwann weiter hinterfragen und ich würde irgendwann sagen, tja, aber was hat denn eigentlich diese andere Seele dort in diesem anderen Körper so gefühlt, wenn du da immer auf den zugelaufen kamst und hast hier gerufen, oh, hier, wenn ich dich gleich krieg und ich mach dich fertig und du wirst sehen. Hat diese Seele vielleicht in dem Augenblick dort in diesem anderen Körper Angst gehabt? Angst vor dem Schmerz, der da folgt? Angst davor, dass ich sie vielleicht im schlimmsten Fall sogar zum Krüppel haue, die sich nicht mehr um die Familie kümmern kann? Also mit anderen Worten, und das gilt auch für das Hier und Jetzt, für das Hier und Heute. Was initiiere ich mit meinem Verhalten bei meinem Gegenüber? Und auch das gehört natürlich dazu, was wir lernen möchten. Und das würde ich als den zweiten Platz deshalb einstufen im Vergleich zu den üblichen anderen Dingen, die wir auch noch lernen möchten, weil es uns automatisch zum Platz 1 führt. Und auf dem ersten Platz müsste man sagen, kommen wir immer wieder hierhin, um zu lernen, was ist Mitgefühl und was ist Liebe. Jetzt kann man natürlich sagen, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Sehr viel, es ist ja ein Lernprozess. Wenn ich also in einem vorangegangenen Leben irgendwann einen Menschen habe verhungern lassen und in irgendeinem Leben, was danach kam, selber die Erfahrung gemacht habe, wie es ist zu verhungern, muss man sich ja zwangsläufig die Frage stellen, wie werde ich mich wohl verhalten in einem Leben, was danach kommt, indem ich diese Erfahrungen, beide Erfahrungen gemacht habe, sowohl die eine als auch die andere Seite? Ich
werde wahrscheinlich der Erste sein, wenn ich irgendjemanden am Straßenrand sitzen sehe. Ich werde hingehen, ich werde sagen, Mensch, sieht das denn keiner? Gib dem armen Kerl auch mal eine Scheibe Brot. Und ich werde vielleicht zum Bäcker gehen und werde ein Brötchen kaufen, weil ich möchte ihm ja kein Geld geben. Ich möchte nicht, dass er das vielleicht in Alkohol umsetzt. Also kaufe ich ihm ein Brötchen und ich werde ihm das Brötchen geben. Und alle anderen, die drumherum stehen, werden möglicherweise sagen, oh, hast du denn den Mann gerade eben gesehen? Das ist aber ein lieber Mensch. Der hat sich sofort um den gekümmert, dass der dann Brötchen essen konnte. Es ist doch eine irrige Annahme zu glauben, dass wir hier als gute Menschen geboren würden. Wenn das so wäre, dann dürfte es doch gar nicht sein, dass beispielsweise der liebste Mensch dort in einer ganz wohlbehüteten Umgebung aufwächst, zu Hause. In einem Musterhaus könnte man in einer Musterelternumgebung mit viel Liebe, Wärme und keinen Problemen und am Ende zum Amokläufer bei den Schulen. Und das haben wir gehabt. Und das haben wir immer wieder. Dass Menschen, die aus den geordnetsten Verhältnissen kommen, auf einmal sich vollkommen anders zu dem verhalten, wie sie sich eigentlich verhalten sollten, wenn wir danach gehen würden, was sie dort gelernt haben. Es dürfte dann auch nicht sein, dass beispielsweise Menschen, die in den Slums aufgewachsen sind, in schwierigen Verhältnissen, Kriminalität, Drogen, Alkohol, Missbrauch und so weiter, am Ende trotz alledem, ganz am Ende zur besten Vater oder zur besten Mutter werden. Also das System passt ja nicht. Wir werden zu dem, was wir sind, wie wir uns hier darstellen, durch unsere zahlreichen Leben, die wir immer wieder leben, durch die zahlreichen Inkarnationen, lernen wir immer mehr. Am Ende natürlich auch, was es heißt, Liebe zu geben, Liebe zu empfangen und Mitgefühl entsprechend bei anderen Seelen walten zu lassen. Und das ist das, um was es geht. Und wenn man das weiß und schaut nach draußen, dann ist das auch kein Chaos mehr. Es ist ein ganz geordnetes System, in dem jede Seele die Erfahrung macht, die sie einfach machen möchte und die sie machen soll. Wenn wir sagen würden, wir hätten hier noch einen Dalai Lama sitzen und vielleicht noch einen George Bush, dann wäre wahrscheinlich die Hälfte der Menschheit einverstanden damit zu sagen, also dieser Dalai Lama da, das ist ja ein ganz toller Mensch. Aber dieser George Bush, das ist ein schlechter Hund. Der hat andere in den Krieg geschickt, der hat andere verhungern lassen. Ach, das ist ein ganz schlechter Bursch. Wir denken so, weil uns das mit in die Wiege gelegt wird. Und wir haben keine andere Chance, aus diesem System auszubrechen. Da ist der Kindergarten, da ist die Schule und diese Programme stehen ganz schnell, die wir gerade in Kinderjahren geschrieben bekommen. Wenn wir aber auf der seelischen Ebene schauen würden, dann verhält sich das ganz anders. Denn wenn es um die seelische Entwicklung geht, müsste ich ja sagen, wir haben immer zuerst eine Verursachung, um zu lernen, wie es ist, mit dieser Verursachung am Ende auch umzugehen. Das gehört zu dem, wie wir uns das mehr oder minder auf unsere To-Do-Liste schreiben. Da sprechen wir gleich noch kurz drüber. Wenn es also danach geht und wir eine Seele Dalai Lama dann etwas näher beleuchten würden, dann würden wir wahrscheinlich feststellen, dass diese Seele Dalai Lama nicht der Mensch, wie er dort sitzt, aber diese Seele dort, das ist so eines der größten Schlitzbohren. Diese Seele hat wahrscheinlich andere auf dem Gewissen, die hat andere verhungern lassen, die hat andere misshandelt, die hat andere möglicherweise sogar sterben lassen oder hat sie ermordet. Dann muss ich aber auch dazu sagen, ja, aber im Laufe seiner vielen Leben ist diese Seele dann ja auch mal ermordet worden. Und sie ist ja auch dann irgendwann mal verhungert. Und sie ist ja auch irgendwann mal misshandelt worden. Und nur deshalb, weil sich diese Seele Dalai Lama an all diese Dinge im Grunde genommen erinnert, könnte ich sagen, oder nur deshalb, weil es eine sogenannte vielleicht ältere Seele ist, nur deshalb manifestiert sie sich ja für uns auf der menschlichen Bewusstseinsebene als dieser ganz besondere Mensch, diese ganz besondere Ikone, die diesen Menschen dort so unantastbar erscheinen lässt, der sich nur für das Mitgefühl, für die Liebe der anderen Menschen einsetzt. Stadthalle Frankfurt, zigtausende nur in seinem einfachen Gewand, da gibt es keine Glasscheiben und Ähnliches, wo er sich hinter verstecken muss oder irgendwie versteckt. Wenn wir diese Seele George Bush dagegen nehmen, wo wir sagen, das ist ein schlechter Mensch. Nein, George Bush ist allenfalls, wenn überhaupt, eine junge Seele. Und diese junge Seele weiß ja gar nicht, wie es sich anfühlt, auf dem Schlachtfeld zu liegen. Ich bin angeschossen, ich werde den Körper nicht mehr benutzen können. Nicht, ich werde sterben, wir können nicht sterben. Aber wir können den Körper verlieren. Und während ich dort liege, werde mir Gedanken durch den Kopf gehen. Ich werde auf der seelischen Ebene eine Erfahrung machen. Ich werde wissen am Ende, wie es ist. Ich werde mir sagen, mein Gott, du wirst deinen Vater nicht mehr sehen, deine Mutter, deine Geschwister nicht mehr. Und dein Kind,
Auch du hattest dir für dein Kind so viel vorgenommen und nichts wirst du ihm mehr zeigen können. Und ich werde gehen. Ich werde den Körper verlassen. Wenn diese Seele George Bush vielleicht auch nur wüsste, wie es ist, wenn jemand an der Tür klopft und sagt, sind Sie Herr Bush? Ja, klar bin ich Herr Bush. Tut uns leid, aber Ihr Sohn ist auf dem Schlachtfeld gefallen. Hätte also die Seele George Bush die gleichen Erfahrungen, wie sie bereits an Dalai Lama in sich trägt, wäre es wahrscheinlich eher so, dass es, oder wo es darum ging, diese Kriegserklärung zu unterzeichnen, dass das, was wir auch Gewissen nennen, ihm ins Ohr geflüstert hätte, mein Gott, das kannst du doch nicht tun. Du kannst doch jetzt nicht einfach da die Menschen, stell dir vor mal, die kommen aus dem Krieg zurück und diese Kinder sehen auf einmal ihre Eltern dort oder ihren Vater als Krüppel kommen. Oder vielleicht kommt er gar nicht mehr und das Kind muss ohne Vater aufwachsen. Nein, das können wir doch nicht machen. Also meine Herren, tut mir leid, aber ich kann Ihnen diese Kriegserklärung nicht unterschreiben. Lassen Sie sich eine andere Lösung einfallen. Das heißt, unsere Beurteilung der Dinge, wie wir sie sehen, entspricht also auf der seelischen Ebene einem ganz anderen Status. Und wenn man das in den Rückführungen erlebt hat, nicht nur einmal, immer wieder und immer wieder, und gerade in den Intensivsitzungen, da geht es ja darum, eben etwas mehr zu erfahren und etwas mehr zu beleuchten. Da geht man gezielt am Ende auch in die Täterleben rein. Also wenn ich mich dort in einem Opferleben erfahre, dann habe ich ja durchaus die Möglichkeit zu sagen, gut, dann schauen wir mal in das Täterleben rein. Und wenn man das nicht nur einmal erlebt hat in den Rückführungen, wenn man das immer wieder erlebt, wo dieses Ursache- und Wirkungsprinzip sich am Ende im Laufe der vielen Leben, die wir dort leben, immer wieder aufhebt, dann kann man verstehen, dass es ein Entwicklungsprozess sein muss. Alles andere würde keine Sinnhaftigkeit ergeben. Und wenn man das wiederum weiß, dass alles nur ein Entwicklungsprozess ist in unserem Sein, dann ist natürlich auch jegliche Weltanschauung, die wir haben, von Gut und Böse im Grunde genommen vollkommen überflüssig. Ich könnte es, wenn man es ganz sachlich betrachten wollte, ganz nüchtern betrachten wollte, könnte man auch sagen, es geht eigentlich um reine Information. Wir machen eine Erfahrung, wir sammeln eine Information und in einer anderen Reinkarnation wird diese Information ausgeweitet auf eine Erfahrung, die im unmittelbaren Zusammenhang mit der Erstgemachten steht. Wie wir das hier bewerten, mit gut, schlecht, böse, schmerzhaft, freudig, das hat in zweiter Instanz natürlich irgendetwas damit zu tun, wie wir das auf der menschlichen Bewusstseinsebene erfahren. Aber für die Seele, also in erster Instanz, sind es zunächst einfach nur mal Erfahrungen, die wir da machen. Man kann natürlich nach der Sinnhaftigkeit fragen. Wo ist die Sinnhaftigkeit dessen? Und wir haben eben schon mal darüber gesprochen. Wenn es also darum geht, diese Erfahrungen zu machen, dann geht es wirklich nur darum, eben Mitgefühl zu lernen, was wirklich Liebe ist. Wir müssten dann auch vielleicht sagen, ja gut, also dann heißt das ja, dass unser Leben von vornherein ja vorbestimmt ist. Denn wenn ich jetzt ein Mensch war, der anderen früher uns auf die Nase gehauen hat, dann würde das ja bedeuten, dass ich zwangsläufig auch dann wieder in die Situation reinkommen muss, wo ich selber auf die Nase bekomme. Das heißt, ich muss ja dann in einem Leben auf meine Gegenspieler treffen. Und wenn ich auf diese Gegenspieler treffen will, setzt das voraus, dass ich in ein gewisses Konstrukt hineingeboren werde, wo das passiert. Das würde aber auch im zweiten Schritt möglicherweise bedeuten, dass wir ja gar nicht frei sind in unseren Entscheidungen. Und das ist eben nicht so. Wir kennen alle das Bild, das sieht man öfters mal in Filmen, da ist eine große Wiese und auf dieser großen Wiese steht ein ganz einzelner alter Baum. Und der symbolisiert also so wunderbar eigentlich so den Baum des Lebens, nenne ich das immer, symbolisch gesprochen. Der ist unten ganz breit, viele Äste und geht dann so ein bisschen schmaler nach oben wieder zusammen. Wenn es also darum geht, eine Erfahrung zu machen, dann haben wir gerade am Anfang eines Lebens viele Erfahrungen und viele Entscheidungen zu treffen. Viele Erfahrungen zu machen dadurch. Welchen Beruf wähle ich? Werde ich zu Hause ausziehen? Werde ich heiraten? Möchte ich Kinder haben? Vielleicht auch ganz banale Dinge, welches Auto kaufe ich mir und welche Möbel richte ich mir meine Wohnung ein. Also wir treffen Entscheidungen. Und symbolisch betrachtet könnte man sagen, jede Entscheidung innerhalb dieses Konstruktes, dieses Baumkonstruktes, wird symbolisiert durch eine Astgabel. Wir haben eine rechte Entscheidung, eine linke. Und so entscheiden wir uns in unserem heutigen Sein immer wieder und hangeln uns durch dieses Baumkonstrukt durch.
Manchmal kommen wir vielleicht zu weit nach außen, nach links und oder nach rechts und merken, dass wir vom Weg abgekommen sind, der ja eigentlich geradeaus in die Baumspitze führen sollte. Das ist ja das Ziel. Und wir werden uns umentscheiden. Wir werden möglicherweise die Arbeit wechseln. Wir werden möglicherweise den Partner wechseln, gerade in jungen Jahren. Wir werden möglicherweise sogar die Stadt wechseln, vielleicht auch das Land verlassen. Wir werden neue Entscheidungen treffen innerhalb dieses Konstruktes. Am Ende werden wir in der Baumkrone oben angekommen sein. Und wir werden am Ende eine Erfahrung gemacht haben. Und diese Erfahrung ist genau die Erfahrung, die man auch hört, wenn man Menschen beispielsweise im Hospiz fragt oder man fragt Menschen im Krankenhaus, die im Sterben liegen. Wenn du das Leben noch einmal leben könntest, ist da irgendetwas, wo du sagen würdest, das hättest du besser machen können oder besser machen sollen? Man kann auch die Frage stellen, was hast du aus diesem Leben gelernt? Was nimmst du mit? Und jeder, der dort liegt und jeder, der stirbt, hat ein ganz individuelles Oberthema. Ich hätte das und das tun sollen, ich hätte das und das nicht tun sollen oder ich hätte das und das machen können. Und das ist das, um was es geht. Das ist die gemachte Erfahrung und das ist das Konstrukt, in das wir hineingeboren werden. Aber innerhalb dieses Konstruktes sind wir vollkommen frei in unseren Entscheidungen. Wie kann es sein, dass es Menschen gibt, die eine Einberufung bekommen, einen Einberufungsbescheid zur Bundeswehr, die sich so sehr darüber freuen und am Ende noch sagen, Mensch, vielleicht geht's nach Afghanistan, da kann ich jetzt richtig Rambo spielen. Und andere sagen, naja, hätte ich ja vielleicht auch bekommen, meine Einberufung, aber ich habe mich ja schon vor einem Jahr entschieden, dass ich meinen Zivildienst mache und ich gehe jetzt für ein Jahr in die Altenpflege. Die werden doch nicht zum Altenpfleger erzogen. Und der da Rambo spielen möchte, der wird doch nicht zum Rambo zu Hause erzogen. Und auch hier gilt, wir werden zu dem, was wir sind. Und selbst bei Zwillingen, wie kann es sein, nehmen wir die Olsen-Twins. Die eine hängt fast an der Nadel, die andere setzt sich für Charity-Projekte ein. Gleiche Erziehung, gleiche Elternhaus, gleiche Umfeld, gleiche Schule, gleicher Job, gleiches Vermögen. Und selbst wenn man bei Zwillingen genauer hinschaut, natürlich haben die viele Gemeinsamkeiten. Die haben Ehepaare aber auch. Und wenn man 20 Jahre miteinander verbringt, auch in den Eheverhältnissen, dann weiß der eine auch, was der andere gerade sagen will, wenn es zu einer bestimmten Situation kommt. Und genauso fällt es sich doch bei Zwillingen auch. Natürlich sind die miteinander verbunden und die sind vielleicht deshalb noch etwas massiver miteinander verbunden, weil sie eben in dem Augenblick zusammen waren, wo alle Erfahrungen am meisten gespeichert werden, nämlich in der Kindheit. Aber wenn ich selber vielleicht dort mit einem anderen Menschen nur zusammengelebt hätte im gleichen Alter und ich kein Zwilling wäre, dann hätte ich wahrscheinlich genau die gleichen Attribute, denn wenn es darum ging, dass ihm langweilig war, und er hätte mich gefragt, willst du mit Fußball spielen? Dann hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, ja, klar gehe ich mit Fußball spielen. Und wir wären vielleicht zwei gute Fußballspieler geworden. Und andere hätten gesagt, ja, muss ja so sein, das sind ja Zwillinge. Nein, nicht, weil es Zwillinge sind, sondern weil sie einfach nur die gemeinsamen Erlebnisse hatten. Denn wenn man am Ende genauer mal hinschaut, auch bei Zwillingen, auch bei eineigen Zwillingen, dann findet man immer irgendeinen Teil, der sagt, naja, er ist ja schon so ein bisschen der Mutigere von uns zwei. Oder ich bin etwas der Ruhigere. Oder er liest, aber ich lese ja eigentlich überhaupt nicht. Also dieses nach außen gleichstellen wollen. Nein, aber wir können natürlich fragen, wie kann es denn sein? Es müsste ja eigentlich so sein, wenn wir nach der traditionellen Wissenschaft gehen, wenn wir da noch die Gene mit einbeziehen würden. Gut, kommt natürlich die Umwelt, beziehungsweise die Erziehung, dieses typische Thema, dass man immer ein Kind bevorzugt, das erste, was da war oder auch nicht. Aber lassen wir diese Dinge einfach mal da jetzt im Raum stehen. Die müssten ja trotz alledem gleich sein. Und keiner ist am Ende gleich. Und dann kann man wieder fragen, warum nicht? Weil es eben eine andere Seele ist, die dort in diesem Körper beheimatet ist. Eine ganz andere Seele, die im Grunde am Ende des Lebens eine ganz andere Erfahrung machen soll. Also es gibt ganz interessante Aspekte und hat natürlich nichts mit dem zu tun, wie man das draußen im Fernsehen dargestellt bekommt. Das Fernsehen kann auch an diesen Dingen gar nicht interessiert sein, weil die Darstellung im Fernsehen ist die, ich habe ja selber 2008 das Fernsehen bei mir gehabt, also ich weiß, wie die arbeiten, ich habe es ja selber erlebt. Da werden Serien gezeigt, da liegt jemand und dieser jemand sagt, egal ob männlich oder weiblich, oh, ich sehe eine Burg und die Kamera wird weggeschwenkt und man zeigt die Burg, wie dann dort also irgendwie an eine Laienschauspielerin um die Burg herumläuft, als Burgfräulein oder einfacher Magd, und das soll dann die sein,
die dann dort auf der Liege liegt. Und als nächstes sagt sie, oh, und da sind Ritter, die kämpfen. Und es wird wieder weggeschwenkt. Und man sieht irgendwelche vier Laienschauspieler, die dann da mit irgendwelchen Schwertern rumfuchteln. Das sollen dann die sein, die da kämpfen. Aber es fragt ja keiner, was passiert denn mit dem Menschen, der da liegt. Was passiert auf der emotionalen Ebene mit dem Menschen, der in diesem Augenblick dieses Leben noch einmal durchlebt, also wieder erfährt? Und darum geht es doch. Es geht doch nicht darum, an den Fakten sich festzuhalten. Wann habe ich gelebt? Wo habe ich gelebt? Gib mir am besten noch deine Hausnummer von damals, Postleitzahl und wenn es noch ginge, vielleicht die Telefonnummer. Emotionen kann ich im Fernsehen aber sehr schlecht transportieren. Und wenn ich deswegen, ich will das nicht in Schutz nehmen, aber man muss es versuchen zu verstehen. Wenn dann dort jemand liegen würde und wäre ergriffen und dem laufen die Tränen runter, dann gibt es natürlich die Kritiker, die sowas sehen, die sagen könnten, ach ja klar, dem hat man gerade eben da so ein bisschen Zwiebelwasser gegeben, ist ja klar, dass die Tränen da laufen, da soll sich man nicht so anstellen, ein toller Schauspieler. Und um dem auszuweichen, können sich ja natürlich die Fernsehsender, wenn sie solche Serien bringen oder wenn sie solche Beiträge zeigen, nur an den Fakten festhalten. Das ist vollkommen verständlich und aus deren Sicht auch vollkommen legitim. Am Ende sind es aber trotzdem Haltbarheiten, die da halt gezeigt werden. Haltbarheit, weil die andere Hälfte, nämlich was passiert mit diesen Menschen dort, und ich habe jetzt zwei Beispiele genannt, was passiert da am Ende tatsächlich mit so einem Menschen? Ich würde gerne abschließend noch ein anderes Beispiel nehmen, weil man könnte jetzt natürlich davon ausgehen, okay, dann geht es ja bei den Rückführungen nur um Mord und Totschlag. Und das stimmt natürlich nicht. Diese Erfahrungen, die ich jetzt hier gebracht habe, die Beispiele, sind auch nie erste Rückführungen gewesen. Das ist immer nachher erst in der zweiten oder dritten, da wo man dann eben genau ins Detail reinschaut. Aber die folgende, die ich jetzt bringe, das ist eine aus der ersten Rückführungsstaffel gewesen. Also da, wo jemand nur kam und einfach gesagt hat, gut, ich habe das Gefühl, ich habe da schon mal gelebt und es gibt so einige Dinge, die ich gerne wissen möchte für mein heutiges Leben, um irgendwo zu schauen, was kann ich vielleicht verändern, wie kann ich mich weiterentwickeln, mit mir selbst weiterentwickeln. Denn eins ist auch klar, eine Rückführung just for fun habe ich auch noch nicht erlebt. Also es ist nie so, dass man sagen könnte, jemand kommt und ich mache mal eben eine Rückführung. Und am Ende ist es dann so, dass sich da irgendwas gezeigt hat, dass er nach Hause gehen kann. Hey, habe ich auch gemacht, war voll toll und cool. Und ja, ich gehöre auch zu den Elitären, die schon mal gelebt haben. Also das nicht. Wenn, dann zeigt sich immer irgendetwas, warum beispielsweise verfalle ich immer in die gleichen Verhaltensmuster. Warum begegne ich immer den gleichen Menschen? Warum kann ich gewisse Dinge einfach nicht abstellen? Das heißt nicht, dass die zu einer Rückführung kommen, krank sind. Um Gottes Willen nicht. Nein, sie haben vielleicht irgendwelche Defizite, die sie, wo sie sich selber fragen, wo sie herkommen. Wir kennen das doch alle selber. Irgendwann kommt man in den Punkt, wo die Mutter oder der Vater vielleicht sagt, ich weiß gar nicht, von wem du das hast. Von mir hast du das nicht. Von deinem Vater auch nicht oder umgekehrt. Und man fängt an, sich selber zu hinterfragen. Na ja gut, wenn ich es nicht von denen habe, von wem habe ich es denn dann? Also warum bin ich so, wie ich bin? Und das ist das, wo wir in den Rückführungen oftmals halt immer wieder Erklärungen für finden. Warum decke ich halt immer den Tisch so sehr? Klar, wenn ich irgendwann verhungert bin, dann möchte ich das natürlich nicht mehr. Und ich möchte die auch dann gerne mit anderen teilen, als einfaches Beispiel. Das abschließende Beispiel, was ich bringen möchte, liegt auch eine Klientin und sie sagt, ach, sagt sie, ich glaube, ich sagte, ich habe ein schönes Leben. Und ich frage, warum glaubst du das? Na, sagt sie, ich nehme mich wahr als Mädchen, junges Mädchen, fast noch Kind, da ist ein großer Park, da ist ein großes Haus, da ist eine große Terrasse und auf dieser Terrasse steht eine junge Frau und diese junge Frau ruft nach mir. Und sie sagt, ich weiß aber genau, es ist nicht meine Mutter, die dann nach mir ruft, aber die kümmert sich um mich. Und sie geht zu dieser jungen Frau hin, sie wird umgekleidet, trifft dann später auf ihre Eltern, die unten im großen Speisesaal auf dieses junge Mädchen dort gewartet haben. Das Ganze entwickelt sich weiter aus diesem jungen Mädchen mit einer jungen Frau. Diese junge Frau lernt irgendwann einen jungen Mann kennen. Dieser junge Mann selber ist Sohn eines Bankdirektors und Inhabers. Und das Ganze spielt 1896 in England in London. So viel haben wir rausbekommen können. Die beiden mögen sich, die beiden heiraten, beziehen selber ein riesengroßes Anwesen mit einem großen Park dabei, also Geld zu Geld. Da kommt später ein Mädchen zur Welt. Und man könnte denken, ja, das ist dann ja so ein Leben, was sich jeder auch mal so gerne wünschen würde, ne, wo es einem richtig gut geht. Irgendwann kommt man in eine Situation, da sagt die Frau, ach, sagt sie, jetzt fühle ich mich aber gerade sehr unwohl. Und ich sage zu ihr, gut, okay, warum fühlst du dich unwohl? Was ist da? Was lässt dich da unwohl fühlen?
Wir können Unwohlsein in einer Rückführung nicht sehen. Wenn ich einen Menschen dort weinen sehe, dann weiß ich nicht, warum weint er. Weint er aus Schmerz? Weint er vielleicht aus seelischem Schmerz, weil er Menschen verloren hat? Oder weint er möglicherweise, weil da gerade ein freudiges Ereignis war? Also er weint aus Freude in dem Augenblick. Also geht es in einer Rückführung darum, neben den Bildern, die sich zeigen, aber auch auf die emotionale, eigene emotionale Ebene runterzukommen. Was bewegt sich da in mir? Denn der Inhalt, die Geschichte selber, das ist das, was wir auch tief in uns tragen. Und das ist das, wo wir natürlich hinkommen müssen in einer Rückführung. Und ich habe sie gefragt, okay, warum fühlst du dich unwohl? Und sie sagt, naja, sagt sie, ich nehme mich wahr, das ist ein großer Saal. Und ich sehe, mein Mann steht mir schräg gegenüber, da sind Geschäftspartner dabei oder Freunde. Sagt sich selber, bin umgeben noch von zwei Frauen. Und ich habe trotzdem das Gefühl, die machen sich lustig über uns. Nicht alle. Und meistenteils auch nur über meinen Mann, weniger über mich. Und ich frage weiter, okay, dann horch mal in mich hinein. Warum machen die sich denn lustig? Ja, sagt sie, hört sich vielleicht komisch an, aber wir haben ja keinen Stammhalter. Also keinen Sohn. Jetzt kann man natürlich sagen, gut, okay, kein Stammhalter, kein Sohn, 2011, dann such dir jemanden, der den Stammhalter macht, dann musst du gucken, wo du bleibst. Aber nicht damals, nicht in dieser Zeit, nicht vor 110 Jahren. Und die Geschichte ist ja auch eine andere. Wo leben wir denn da? England, 1896, alles very British. Mein Sohn, wer soll denn unsere Bankgeschäfte später hier weiterführen? Deine Tochter kann das doch nicht. Das sind doch Männergeschäfte. Mensch, wo ist denn der, der das Erbe hier fortführt? Wo ist denn der Stammhalter? Jetzt sag doch deiner Frau, das muss doch da funktionieren. Das geht doch bei anderen auch. Das biologische Verständnis ist vor 110 Jahren sicherlich auch ein ganz anderes als heute. Ja, vor 110 Jahren dachte man vielleicht noch, klar, wenn der Mann einmal vom Schrank springt, dann kommt das Mädchen, springt er zweimal, kommt der Junge. Keine Ahnung, wie auch immer. Das Ganze belastet diese Ehe, diese noch relativ junge Ehe. Und das wird zum richtigen Drama, weil dieser Vater natürlich auch keine Ruhe gibt und immer wieder auf den Jungen, auf den Sohn einredet. Der redet wiederum auf die Frau ein, also auf die Klientin, die da lag, die Seele. Und irgendwann kam der Stammhalter. Der Junge war da, Gott sei Dank. Und man könnte denken, ja, dann ist ja alles wieder gut. Dann geht das hier jetzt so weiter wie vorher. Wir haben wieder das schöne Leben, was sich jeder mal so wünschen würde. Nein, weit gefehlt. Für die Frau fängt die Tortur in diesem Augenblick eigentlich erst richtig an. Denn dieser Stammhalter ist ja der besondere Mensch. Und dieser besondere Mensch, der bekommt auch einen besonderen Lehrer. Dieser besondere Mensch bekommt eine besondere Nanny. Und jedes Mal, wenn die Mutter versucht, eine emotionale Bindung aufzubauen zu ihrem Kind, ist der Vater wie so eine Krake. Nein, das habe ich schon gemacht. Die Nanny hat das schon erledigt. Du brauchst dich nicht darum zu kümmern. Das habe ich meiner Mutter schon gesagt. Wer hat das schon gemacht? Oder er macht es selber. Die Tochter, das geht so mittendurch. Die ist einfach so dabei, finanziell keine Probleme, extra Lehrer, extra Nanny, aber halt nicht diese besondere wie dieser Sohn. Das führt natürlich dazu, dass die beiden, also das Ehepaar selber, Vater und Mutter, sich immer weiter voneinander entfernen. Und jedes Mal, wenn die Mutter versucht, da irgendwie emotional an das Kind ranzukommen, der Vater jedes Mal wie eine riesige Mauer aufbaut, wo die Frau überhaupt nicht durch kann. Wir kommen ein paar Stationen weiter und diese Klientin sagt auf einmal, ach, sagt sie, jetzt bin ich aber schon was älter geworden. Und ich frage sie, gut, okay, was heißt das? Wie alt bist du da? Wie fühlt sich das an? Na ja, sagt sie, um die 45 herum. Und ich sage, okay, wo bist du? Er sagt, ich bin draußen im Garten. Schneide irgendwelche Hecken, sagt sie, ich müsste das nicht tun, weil eigentlich haben wir ja einen Gärtner, der kümmert sich darum, aber ich weiß ja sonst nicht, was ich machen soll. Und ich sage, gut, okay, ist sonst noch was? Ja, na, sagt sie, ich habe noch zwei Freundinnen, aber die können auch nicht so, wie sie wollen. Und auch da muss man umdenken in der Rückführung. Zwei Freundinnen können nicht so, wie sie wollen mit 45, warum? Ist doch heute ein dankbares Alter. Wo leben wir denn da? 1896? Vielleicht 30 Jahre später als beim Einstieg, also irgendwo 1936 in England, in London. 75% Regenwahrscheinlichkeit, es ist immer nass, es ist immer kalt, ich habe keine Zentralheizung, alles wird nur über den Kamin beheizt oder irgendwelche Öfen, die gehen natürlich nachts aus. Wenn ich einkaufen will, kann ich nicht irgendwann mal eben um die Ecke zum Supermarkt gehen, sondern da muss ich mich schon bemühen, mit einer Kutsche. Und wenn keine Kutsche da ist, dann muss ich laufen. Und zu dieser Zeit, Rezession, das 36, so kurz dann da, wo es anfing, in der ganzen Welt wieder irgendwo zu krachen mit dem Zweiten Weltkrieg, das waren schwierige Zeiten.
Und da ist 36 bzw. 45 vielmehr, ist ein dankbares Alter. Ich habe sie gefragt, ich sage, wie sieht denn das Leben deines Mannes aus? Ja, sagt sie, für den hat sich ja nichts geändert. Ja, er trifft sich nach wie vor mit seinen Geschäftspartnern in unserem Salon, den wir haben, trinkt er seinen Whisky, seinen Tee, mein Sohn ist jetzt ja auch schon dabei. Und da ist das Leben einfach so weitergegangen. Ich sagte ihr, gut, okay, dann lass uns einfach mal weitergehen zur nächsten wichtigen Situation. Und sie nimmt sich zwei, drei Situationen später in der letzten Stunde ihres Lebens wahr. Und sie fängt an zu lachen. Und ich sagte ihr, gut, okay, warum lachst du denn jetzt? Was bewegt dich da, was amüsiert dich da, dass du da in der letzten Stunde deines Lebens lachen müsstest? Na, er sagte, ich nehme mich wahr in meinem großen Bett, in dem ich liege. Und ich sehe die schweren Vorhänge am Fenster, ich sehe die schweren Vorhänge an meinem Bett. Auf der rechten Seite, direkt neben mir, steht der Pfarrer, hinten rechts in der Ecke die Haushälterin. Auf der linken Seite hinten steht mein Mann und mein Sohn. Und ganz links hier vorne, direkt an meinem Bett neben mir, da sitzt meine Tochter. Und sie sagt, ich weiß genau, der Einzige, der es jetzt hier momentan ehrlich mit mir meint, ist sowieso nur meine Tochter. Aber deshalb musste ich nicht lachen. Sagte, ich musste gerade daran denken, möglicherweise jetzt gerade zur gleichen Zeit, möglicherweise gleich mal gemeinsam mit mir, vielleicht auch erst danach. Stirbt irgendwo hier in England, vielleicht sogar in London und vielleicht unter irgendeiner Brücke oder einem ganz alten Haus, stirbt ein ganz armer Mensch. Aber dieser ganz arme Mensch hat ein erfüllteres Leben gehabt, als ich das hatte. Es geht um Erfahrungen. Der Reichtum hat sie nicht vor der Erfahrung schützen können, die sie da machen wollte. Wir können uns das sogar aussuchen. Kann er sagen, naja, wenn das Leben schon so bescheiden sein wird, dann möchte ich wenigstens vielleicht einen kleinen Ausgleich haben. Dann kann ich direkt mal mit die Erfahrung machen, wie es ist, reich zu sein. Dann mache ich die Erfahrung, wie es ist, reich zu sein. Aber die Erfahrung, reich zu sein und trotzdem sein Schicksal tragen zu müssen, sind halt wieder zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Und wenn wir uns die Verursachungen anschauen, die möglich sind, die Verursachungsvielfalt, die hier auf diesem Planeten möglich sind, in diesem System, in dem wir leben, dann ist eigentlich das, was wir da draußen sehen, nichts anderes als nur Erfahrungen, die wir sammeln. Erfahrungen, um uns irgendwo auf ein gewisses Niveau zu begeben, wo wir dann irgendwann nicht mehr kommen müssen oder vielleicht auch nicht mehr kommen müssten. Denn es gibt ja Seelen, die freiwillig damit hier hinkommen. Man muss sich grundsätzlich die Frage stellen, wenn wir immer davon ausgehen, irgendwann in diesem sogenannten Himmel sein zu können. Ich stelle mir oftmals die Frage, was wäre denn, wenn also die Polarität aufgehoben ist? Das heißt, wir erleben ja hier alles in einer Welt der Polaritäten. Es gibt das Gute, es gibt das Schlechte, es gibt das Schwarze, es gibt das Weiße, es gibt Tag und es gibt Nacht. Würden wir einen Zustand nicht mehr wahrnehmen können, also sagen wir, so wie wir das aus den Schriften ja gelehrt bekommen, es gibt dort nichts Böses mehr, ist das Gute ja dementsprechend automatisch nur ein Zustand der Neutralität. Ich habe ja keinen Vergleich mehr, was ist schlecht und was ist gut. Und in dem Augenblick könnte ich sagen, so wie es auch im Buddhismus beschrieben steht und in anderen Religionsformen, ich bin im Sein, ich bin. Es gibt kein Gutes, es gibt kein Böses. Was soll ich denn in einem Zustand des Seins? Da kann ich ja nichts mehr tun. Ich bin, ja, ich leide nicht mehr. Wunderbar, schön. Um sich mal auszuruhen, sicherlich gut. Aber ich für meinen Teil würde eher sagen, ja, dann gehe ich doch lieber wieder hier unten hin. Kann vielleicht noch eine Erfahrung machen. Und vielleicht kann ich ja jetzt in dem, was ich jetzt gerade hier tun kann und tun darf, was ich mir gar nichts anderes mehr vorstellen könnte in meinem Leben zu tun, nämlich andere Menschen zurückzuführen oder ihnen halt auf diesem Wege versuchen möchte, irgendetwas zu vermitteln. Da kann ich ja wenigstens noch was bewegen. Was soll ich denn da? Also dieser Zustand des Seins oder dieses sogenannte Himmelprinzip ist sicherlich ein erstrebenswerter Zustand. Und ich denke mal, dass wir auch jederzeit den Freiheitsgrad haben, dort zu verweilen oder halt von dort uns wieder zu lösen. Und dass das geht, da gibt es ja auch mittlerweile, sicherlich wenn man in die Richtung Quantenphysik gehen würde, zahlreiche Beispiele und Modelle, die dort also möglich sind. Aber diesen Zustand als solches zu erfahren, ist eine Geschichte, ihn dann wirklich nachher auch dann permanent leben zu wollen, weiß ich nicht. Vielleicht liege ich aber auch vollkommen falsch, aber es ist jedenfalls eine Überlegung, die man sich in diesem Zusammenhang halt stellen muss.
Und wenn wir uns in diesem Zusammenhang auch die Frage stellen, was wäre, wenn alle Menschen, egal wer, unabhängig der Religionsform, wo auch immer, dieses System, was sich in den Rückführungen manifestiert, in die Wiege gelegt bekommen würden. Also übernehme Verantwortung für dein eigenes Handeln, denn am Ende wird es so sein, wie es in der Bibel steht, was wir heute missinterpretieren, weil wir es nicht verstehen oder viele Menschen es nicht verstehen. Richtet nicht auf, dass ihr nicht gerichtet werdet. Ihr werdet ernten, was ihr seht. Und so weiter und so weiter. Wo die Menschheit heute sagt, ja, wo ist denn die Gerechtigkeit Gottes? Ja, wo schickt da tausend in den Krieg und kriegt jetzt noch jährlich ein ganz tolles Verleih, nur weil er also dort mal Präsident gewesen ist. Wenn wir aber diesen Reinkarnationsgedanken mit wieder in die Bibel einfügen würden, dann macht auf einmal ganz viel Sinn, was da drin steht. Und diese ganzen Gleichnisse, die bedeutungslos erscheinen, haben in dem Augenblick wieder eine große Sinnhaftigkeit. Es geht also darum, Verantwortung zu übernehmen für sein eigenes Handeln, und es geht nicht darum, irgendwelche guten oder schlechten Dinge irgendwo zu tun oder nicht zu tun, sondern die Verantwortung dafür zu übernehmen, was ich tue, immer mit dem Gedanken im Hinterkopf, okay, das, was ich da tue, was richte ich damit oder was initiiere ich damit bei meinem Gegenüber? Und möchte ich das, was ich da initiiere, irgendwann mal selber erfahren? Man könnte es runterbrechen auf Immanuel Kant, behandle jeden Menschen so, wie du selbst behandelt werden möchtest, und wir wären eigentlich da und bräuchten keine 10 Gebote mehr.